Oratrice Madame Gysi. Herr Präsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich spreche hier zur Position 608, Informationssteuerungsorgan des Bundes. Es geht um einen relativ kleinen Betrag, es geht um 250.000 Franken, dass das ISB an die Bundeskanzlei bezahlt, und zwar für die weitere Bearbeitung und Einführung von E-Voting. Und ich bin ganz klar der Meinung, hier ist ein Marschhalt angesagt. Für eine Einführung von E-Voting ist eine Anpassung des Gesetzes der politischen Rechte notwendig. Und im Moment ist die Bundeskanzlei dran, in einem Turbomodus bis 2019 zusammen mit den Kantonen, will sie in 18 Kantonen, also in etwa zwei Drittel der Schweiz, flächendeckend E-Voting einführen. Die eigentliche politische Debatte, ob wir elektronisch abstimmen wollen oder nicht, ist aber erst geplant, also die Anpassung der politischen Rechte. Dieses Gesetz ist erst geplant für 2020 und 2021. Andersrum gesagt, hier wird über die Hintertüre E-Voting quasi flächendeckend eingeführt, ohne dass jemals das Parlament oder sogar möglicherweise das Volk darüber befunden hat. Ich finde das sehr störend bei solchen Themen, dass man das über die Hintertüre einführt. Und deshalb sind wir der Meinung, und es gibt dazu auch zahlreiche Vorstöße, dass zuerst eine Grundsatzdiskussion darüber geführt werden muss. Norwegen hat E-Voting abgeschafft. Frankreich hat E-Voting abgeschafft. England hat E-Voting abgeschafft. Manipulationen, ich verfolge dieses Thema seit Jahren, gibt es weltweit an E-Voting-Systemen. Es gibt große Sicherheitsbedenken. Aus meiner Sicht ist E-Voting eine Gefahr für die Demokratie. Und bevor hier nun weiter Geld ausgegeben wird, sollten wir zuerst hier im Parlament eine Grundsatzdebatte führen. Und deshalb beantrage ich Ihnen, dass diese 250.000 Franken, es sind dann netto nur 125.000, weil die Kantone auch noch 125.000 dazu beisteuern. Ich weiß, der Betrag ist nicht hoch, aber hier geht es um Grundsätze unserer Demokratie, und deshalb bitte ich Sie, hier die Minderheit zu unterstützen. Ich danke Ihnen. La parole est à Madame Gysi.